Meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Dragon's Dogma 2, weil da geht's mit einem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Ihr wisst, wie meine Let's Plays in der Regel laufen. Wir sind auf Twitch live. Und das Let's Play gibt's nachträglich für die YouTube-Fraktion. Also, wir werden nicht rasten, ich werde laufen, wir werden gucken, ob wir das noch schaffen. Obwohl, es könnte ein Fehler sein. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Paket habe zum Rasten. Ah ja, doch, Lydia hat noch eins. Lydia hat noch eins. Wir könnten rasten hier. Okay, warte mal, schnell. Das ist die Map? Warte mal. Also, das hier ist die Map, was wir erkundet haben. Aber wenn ich in den Startbildschirm gehe, dann sehe ich ja hier die ganze Strecke, wo es durchgeht. Oh, wir sind ja noch ewig unterwegs. Bis wir in der Hauptstadt sind. Mach ich dann doch eine Rast? Ich meine, es ist schon Abend. Und ich weiß nicht, wenn das nächste Lager kommt. Wie weit sind die Lager voneinander entfernt? Also hier war eins und dann haben wir wieder hier eins. Ich frage mich, ob es überhaupt Sinn macht, so schnell zur Hauptstadt zu gehen. Ne, wir wagen es mal. Ich kann ja jederzeit zurückrennen. Ja, hi. Freund oder Feind? Salve. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am con. Obwohl uns fehlt eigentlich ein Kollege, ne? You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure my talents will be of use to you. Wo sehe ich eigentlich meine Gesamtanzahl da oben? 300 R habe ich. Nee, wir kommen ja gut voran, ohne dass wir noch jemanden brauchen. Von daher würde ich sagen, wir verzichten mal darauf. What's this? We're trapped. Wir sollten den anderen vielleicht holen noch. Okay, das ist ein großer Gegner, ist ein böser Bube. Oh. Jo. Cool. Ich kann ja an dem Cyclops, warte mal schnell. Der hat ein Auge. Ich versuche hochzuklettern. Er hat kein Brusthaar, ich kann ihn nicht festhalten. Und jetzt ans Gesicht und dann steche ich ihm das Auge aus. Kann ich? Nein! Okay, ich hab's versucht. Ja, weiter dran. Okay. Okay, Eo ist tot. Noch nicht final natürlich. Ja, bring ihn zu mir. Ich belebe, während das noch beschäftigt ist. Wir sind ja viele, sehr gut. Ich versuch's nochmal. Ich muss vom Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, zu Kopf klettern, zu Kopf klettern, auf den Rücken. Er kann auch entzünden. Oh, Scheiße. Okay, ich habe nicht genug Ausdauer für den Spaß. Ich glaube, ich muss ihm einfach in den Rücken stechen dann. Versuchen wir es gleich. Okay, Eo liegt wieder. Einmal Rücken aufschneiden, einmal den Rücken aufschneiden, einmal den Rücken aufschneiden. Fast keine Ausdauer mehr habe, dann gehe ich runter. Fall back! Okay, fall back. Auf den Arschklopser. Okay! What the fuck? That's it! Now's our chance to strike! Okay, und wie? Okay, einen Moment, ne? Und zuerst unseren Kollegen wiederbeleben. Is everyone alright? Ja.
glaube, ich hätte es ein Auge machen müssen oder so. Okay, bevor die Ausdauer weg ist, sollte ich, glaube ich, runterspringen. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Ich bin noch so schlecht. Die haben ihm ins Popöchen gestochen. Ich glaube, das tat weh. Direkt nochmal. Okay, das hat er mir aber ordentlich zurückgegeben, Digga. Oh, shit. Was ist passiert? Was ist passiert? Scheiße. I had taken you for another false Britain. Goodness knows we see a lot of them. Yeah, yeah. The value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a marker. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brand. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch. And I'm sure you'll breathe a little easier as well, right? Okay, ja, ich würde Theo gerne beleben, weil der klingelt gerade die ganze Zeit. Still welcome to join us on the Oxcart. It is your decision. Lydia, bring mir Eo. Der Arme geht gleich drauf. Hat der eine Anzeige? Ja, bin dran. Ich muss den irgendwie mal austauschen. Okay. Untersuchen. Grobberknochen. Unförmiges Auge. Da gibt's doch sicher eine Strategie, denn irgendwie. Hab's nicht vor. Status: Chroniken. Logbuch. Tutorial. Abenteuer. Spieler. NPCs, getötete Gegner. Achso, das ist nur eine Statistik. Kriege ich keinen Hinweis? Kann ich nicht irgendwie. Hm. Schön, wie viele Leute getroffen haben. Okay, jetzt wird's gerade düster. Warte. Na, hallo, hey, warte! Here's the cart now. Do you intend to join us? Das ist eine gute Frage. Zur Hauptstadt begleiten. Ich finde es eigentlich schon gut in der Gruppe. Very ja. Well. Board the ox cart and we'll be off. Achso, dann muss ich auf den Ochsen karren. It's taking ja. Every ounce of my strength just to remain standing. Warum eigentlich nicht? Will this march never end? I fear for our chances if we were to be set upon now. So, ich nehme die Fische noch schnell mit. Wegpulver. Schon. Solange wir hier. Ich glaube, wir sind neben dem Ochsenkarren noch einigermaßen in Sicherheit. Und war oben nicht noch Loot? Und warum zum Geist sind wir eigentlich da durchgebrochen? Da war auf einmal Wasser und dann bin ich durch die ganze Gegend geflogen. Oh geil. Also einmal Menschen an. Ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ah, da oben hätte man noch was schmeißen können. Da hätte man noch schmeißen können. Da hätte ich viel mehr machen. Wahrscheinlich muss ich Sachen in sein Auge schmeißen. Ich glaube, das wäre gut. Und unser Bogenschütze hat ihn, glaube ich, auch ordentlich im Auge getroffen. Oh mein Gott, da werden die angegriffen. Loot. Warte mal doch mal. Komm. Knochen. Another battle. With nary a moment to breathe. We must try to find a moment to gather our strength. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. Super. Kriege ich irgendjemanden, der gerade so ein bisschen günstig ist? 31. Kostet gar nichts.
Der sieht auch gut aus. I'm a fighter by trade. Send me to the Vanguard, where I might put my strength to full use. Entschuldigung. Ah, hier, schau an. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat. Ah, good. I see the Arisen's from. Master, I've naught more to say. Pressing me further, shan't. Ja, ja, schon gut. So, gehen wir wieder raus. Ja, ich denke, es macht schon Sinn, wenn wir das noch sparen. Und hier ist ja in der Regel teilweise Gold drin. So, also, wir gehen mit dem Ochsen mit. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Let's go. Ja, sollen wir anschieben? Oder was ist das Problem? Wir reisen in der Nacht. Jetzt geht was. Ich dachte, wir gehen zuerst mal in die Hauptstadt, um zu gucken, ob wir da irgendeinen Gildenmeister finden, der mir neue Fähigkeiten beibringen kann. Ne? Wie die ganzen Waren verkaufen können. Und dann gehen wir auf eigen... Ist das okay? Und dann gehen wir auf eigene Faust los. Ein Nickerchen. Ich mach mal ein Nickerchen. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Ja, schön. Okay. Ich mach kein Nickerchen, offensichtlich. Aufstehen. Let's go. Das ist ein Händler. Heavens preserve me. How dare you? Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Ja, gerne, Gregor. Fernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Ja, natürlich. All right. Into the ox cart then. Ich find's halt eine gute Idee, dass wir zusammenreisen, oder? Wir sind von hier bis hierhin. Und hatten dann schon Feindkontakt. Das ging ja fix. Warte mal schnell, kann ich von den Goblins nicht noch die Sachen mitnehmen? Und was ist das bitte für ein Ochse, Mann? Magst du mir schnell... Also zwei Dinge. Ich würde gerne von ihm die Sachen mitnehmen. Du bist ein Händler, ne? Ich würde Zeugs gerne verkaufen. Und zwar mal schnell allen Uferfisch. Die fauligen Äpfel, die brauchst du sicher. Fauliger Wogenschwimmer. Ja. Gereifte Bestienrippchen. Die gehen für viel Geld weg. Das Problem ist eben, ich weiß nicht, ab wann die reife Apfel. Ja, genau das gleiche. Nee, komm, wir machen mal. Ja, ja, wir hauen hier einfach mal alles raus. Ja, gut. Müssen das einfach neu holen. Aber wenn es schlecht wird, hat es halt einfach gar keinen Wert mehr für mich. Deswegen machen wir einfach mal ordentlich. Wir verwandeln einfach alles in ordentliche Kohle, ne? Ich denke, das ist vorerst mal ganz klug. Die Erze lasse ich mal, da kann ich ja vielleicht noch was draus basteln. Grober Knochen. 300? Okay, nicht schlecht. Und was hast du so Schönes dabei? Also Lagerausstattung, Pfeile. Das hält sich sehr in Grenzen hier. Hope to see you again, Erlong. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeeper understands. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Okay. Weiter geht's. Am nächsten Morgen. Okay. Jetzt sind wir angekommen.
The Main City, die Hauptstadt. Das sieht ja cool aus. Oh, schön. Oh, gut. Eine Brücke da. Herrlich. I was informed of your coming would be arisen. Möchte gerne weg, der Herr. Hallo, ich habe was anderes. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, 'twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. Ja, das ist der andere Fake. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. Ah, jetzt bin ich doch der Majesty. Okay. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. Okay, hat verstanden, dass wir der echte sind und der anderen Imposter. Also, I guess, ne? I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Ja. Ich verstehe nicht. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. Okay. You, and no other, are the sovereign. The only legitimate ruler of this kingdom. Okay. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. Ja, den Backflash hatten wir schon. The people rejoiced. For our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Palast von Vermont, einige Monate zuvor. Your arrival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Ah, das heißt, wir wurden vom Drachen angegriffen. Der Drache hat uns zum Erweckten gemacht. Erwecker? Und dann haben wir unser Gedächtnis verloren und also dann unser Gedächtnis wurde dann geraubt und dann wurden wir verkauft als Sklave. Deswegen waren wir da in dies also am Anfang da in diesem Nirgendwo, wo wir dann gegen die Medusa gekämpft haben und dann mit dem Greif zu fliehen. Okay, following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. Okay, und dann wurde ein Fake erstellt, ja. With your Majesty returned. I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games. Stehe. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern, that we might discuss them. Okay, muss das in der Nacht sein, oder kann ich noch Missionen nebenbei machen? Ja, vielleicht hätte ich doch noch vorher Missionen machen sollen, bevor ich hier hinkomme, hä? Huh?
This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Okay, wir können uns. Nice. Wir können uns frei bewegen. Duel werden wir sehen die Geißel des Drachen als oberste Priorität an. Solche, die elende Kreatur auf einer der beiden Seiten der Grenzen niedergehen, haben beide Nationen geschworen, Hilfe zu leisten und bei der Evakuierung der Bevölkerung und der Aufklärungsmission zu assistieren. In solch einem Fall wird von allen Truppen erwartet, jegliche Uneinigkeit, ihnen Glauben oder Kultur beizulegen und sich vollkommen ihren Pflichten zu widmen. Ich bin jetzt frei, kein Stress, okay. Im Nachspiel des Drachen. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. Okay. Consarn it! Get back here! You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Ich lüge mal, ich brauche wie lügen mal. Many thanks. I'll catch that wretch yet. Mhm, es ist da dahin. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. Naja, ich weiß ja noch nicht, was du verbrochen hast. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are. Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. Ja, renn mal. So, hey, die Hauptstadt. Voll geil, wir sind da angekommen. Hat nicht lange gedauert. Schön. Du hast dem jungen Mann geholfen zu entkommen. Ja, naja, ich bin neu hier. Ich misch mich einfach mal nicht ein. Lager. Was ist hier Lager? Wo ist denn mein Lager? Ja, das hatten wir schon in der letzten Folge angeschaut, wie das mit dem Lager funktioniert. Ich will mich ein bisschen umschauen in der Stadt. Ah, ich vermute, ich könnte mich wieder hier reinsetzen und der geht dann die ganze Strecke wieder. Mhm. Was ist das hier? Karrenstation Nord. Okay, da ist die Taverne. Vasallengilde. Und wo ist die normale Gilde? Gemischtwarenladen. West. Also ich, hier ist das Adelsviertel. Was? Haus der Röschen, Freudenhaus. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Bezeichnung ist. Was haben wir hier? Das ist eine Taverne außerhalb der Stadt. Das ist das Wachhaus. Roderick's Schmiede. Oh, eine Schmiede klingt spannend. Also das hier ist das Wachhaus, ne? Hier wurden wir verhört. Zumindest unten drin. Wir schauen uns in der Stadt mal um, würde ich meinen, meine Damen und Herren, nicht wahr? There's a ladder here. After you, Arisen. Aha, wir nehmen die Sachen mal mit. Scheint ja niemanden zu stören. Aber wenn das eine Schmiede ist, warum, also... Kann ich hier schmieden? Haben wir einen Händler? Ah, hier ist die Schmiede. Guten Tag! I heard a rumor that this land nein, nein, das ist der Gemischtwarenladen. Guten Tag. I dream of owning a larger store. I trade slow to a standstill. Okay, die interessiert sich für gar nichts. Warum habe ich hier wieder ein Ausrufezeichen, wo ich nicht sehe, was ist das oben? Dragon's Creed, oder wie? Okay. Achso, hier ist eine Kiste. Wir erkunden die Stadt. Jaspis. Keine Ahnung, was das ist. Was ist jetzt meins?
Ich sehe mich immer auf die Fresse fallen, ne? Ich habe noch nicht verstanden, warum hier ein Ausrufezeichen ist. Warte mal, schnell. Also wenn hier... Ist das hier drin? Nein. Ist die Schmiede vielleicht hier drin? Nein, hier wurden wir ja verhört. Gold. Da ist eins Hafen. Ich will einfach mal. Wir durchsuchen mal ein bisschen. Vielleicht ist ja hier oben. Lass mal schnell. Gut. Ich kann in fremde Häuser gehen und Sachen klauen. Ich meine, ist amazing. Niemand beschwert sich. Ja. Was hier dann? Achso, das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich da, dass jemand was hat, aber wegen der Uhrzeit ist niemand da. Kann das sein? Ich vermute, das ist es. Das hatten wir irgendwann mal aufgehen. Also, vernommen. Okay, was bist du? Looking for a craftsman? I'm a master of my trade. Okay, master of your trade. Ja, kann ich. Hallo. Moment. Looking for a craftsman? Ought catch your eye? Just say. Ein Geschenk geben. Schön. Ich habe ihm Sachen geschenkt. Und das bringt mir nichts. Okay, aber dann scheint das die Rüstungsschmiede zu sein. Schmiede zu dämmern, wie scheint es ja ein bisschen die Stadt an. So, ich muss von der anderen Seite hier ran. This is generally used as a material. Danke. Different combinations of materials result in different. Might as well take a look while you're here. Ja, ein Reisestein, ein Stein, der den Benutzer augenblicklich zu einem Ort mit einem zuvor festgelegten Zielkristall befördern kann. Der kostet 10.000 Gold, Alter. Was denn das? Moment. Ja, Leute bannen. Oh. Gutes Gefühl. Also, alltägliche Lagerausstattung. Die ist größer? Maybe. Ein Helm. Aber der ist schlechter als den, den ich habe. Wie kann das sein? Der ist geschlossen. Fußsoldaten aus. Die sieht ja geil aus. Aber die ist auch schlechter. Aber vielleicht ist sie leichter. Kann das sein? Möglich. Eine vornehme Tunika. Aber er ist Gemischtwarenhändler, ne? Wir könnten ihm die Sachen verkaufen, die von ihm hinten aus dem Laden geklaut haben. So, du bist... Ja, Björns Rüstung. Ja, ja, weniger quatschen und mehr schauen und zeigen, was du hast. Also, ein Eisenhelm. Hartleder, gefiederter Kappe, unsichtbarer Schatten. Sauber, Schlangendiadem. Wie man das anders? Wir gehen die Helme mal einzeln durch. So, das Diadem ist für magische Abwehr. Das hat gute magische Abwehr, ne? Mönchskapuze. Plattenharnisch. Der ist ordentlich stabil. Krass. Waldläufer, Lamellen. Wächterbeinplatten. Hast du Ringe? Kann ich mehr tragen, das ist auch nicht übel. Königlicher Umhang. Wanderer Umhang. Und die haben alle etwa gleich viel, ne? So, before you check with hope to see you again. Aber ich bin aktuell zufrieden. Ah ja, hier wollte ich hin. Hi. I've all manner of arms for sale.
Komm, hab yourself a look. Waffen, okay, cool. Ich habe noch keine neue Waffe gekauft. Ich meine, ich renne immer noch mit der verdammten Waffe rum, die wir von Anfang an hatten. Breitschwert, Umschwert, Bogen, Eisenschild. Schild, auch nicht schlecht. Kannst du mir sagen, ob ich was... Ausrüstung verbessern. Waffenverbesserungen. Wenn du die erforderlichen Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Wäge deine Waffe entsprechend deiner Stufe und deinem Kampfstil zu verbessern. Okay. Schmiedestile. Es werden verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt und jeder führt zu einem anderen Ergebnis, wie einer moderaten allgemeinen Verbesserung oder einem signifikanten Anstieg an Magie oder Macht. Wähle den Stil, der am besten zu deiner bevorzugten Waffen und deinem bevorzugten Kampfansatz passt. Ich bin ja noch nirgendwo kampftechnisch. Woran sehe ich denn? Also benötigte Materialien, Besitz benötigt. Komm, have yourself a look. Ich würde sagen, wir kaufen immer noch gar nichts. Und schauen uns einfach mal ein bisschen um in aller Ruhe. Es wird eh gerade Nacht, ne? Er meinte am Abend, dass ich in die Taverne muss. Hey, das ist ja das vom Hauptbildschirm, ne? Cool. Kann ich Fisch klauen? Tis a chest. I shall take a look inside. Jo. Danke. Bier Gold, schön. Die Vasallen sind schon ordentlich nützlich. Ich renne noch ein bisschen in der Stadt rum, bis die Nacht hereinbricht und wir dann in die Taverne gehen. Ich meine, wir haben echt viel Zeit. Musti, Dankeschön für den Prime. Wir haben ja echt viele Sachen gefunden bis jetzt. Ich würde sagen, wir schlängeln uns hier noch ein bisschen durch, ne? Kann ich hier rein? Ja. Unterhaltungszweck. Okay, wenn ich nicht so schwer wäre, würden wir hier wahrscheinlich durchkommen und so. Wow! Ob man mir Tipps geben soll oder nicht? Warte doch, lass mich ein bisschen selber erkunden. Ich werde schon fragen, wenn ich was wissen will. Ich weiß, dass viele von euch schon super weit sind und ja. Aber ihr überhäuft mich sonst mit Wissen. Ich werde aktiv fragen, wenn ich was wissen will. Wir rauben aber die ganze Stadt aus, wenn jemand sie juckt. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Ah, das Ausrufezeichen ist die Leiter, die die Vasallen benamseln. Kann das sein? Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Das war schon kaputt. Komm ich da hoch? Obwohl, eigentlich könnten wir auch gleich in die Taverne. Aber das, was ich ausprobieren wollte, und zwar... Ja, genau. Kann ich theoretisch, wenn ich so ein bisschen... Passt. Ich dachte, vielleicht kann man balancieren, ne, auf der Spitze.
Ja, und was bringt mir das jetzt, wenn ich hier auf dem Dach... Schön, wieder auf dem Dach. Mega gut. No, okay. Nein, kann ich nicht. Ich nehme an, dass wir auch hier rutschen, oder? Ja. Das tut weh. Aua. Das muss so. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Die Vasallen sind nur so klug wie ihr Wecker. Nicht sonderlich. Wir gehen in die Taverne. Er meinte, wir müssen in die Taverne. Let's go. Hail, friend. Have you a spare moment? I have an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. Deine Landung war schon schlecht, aber die von deinen Vasallen war grottig. Ja, wir üben das noch. Synchronfallen. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Mm-hmm. Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there, neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. Wunderbar, danke. Das heißt, wir haben jetzt einen Schnellreisepunkt hier, oder wie? Warte mal schnell, wir müssen sie bei ihrem Haus treffen. Achso, ja, das machen wir gleich, aber ich will zuerst in die Taverne. Ich will zuerst wissen, was sie uns zu erzählen hat. Guten Tag, werter Herr. Romantisch. Candlelight Dinner. Blind Date. Ja, ich bin Exos und suche eine Frau. Nein, also, wir suchen mal... Ah, hier ist er. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call for you. Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Okay. Ich folge dir unauffällig. How dare you? Wie alle direkt. Alter. Ach so, outside, ja. Ist ja gut. Regt euch nicht auf. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Mm-hmm. Should Deesa denounce your majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Verstehe. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace. But the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, ja, klar. Also, allow me to summarize them for you. Relativ viele Quests müssen wir da mal machen, ne? Okay, über die Monsterjagd. Citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, it would be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. Oh, cool. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? Ja, klar. Eine mega geile Stimme. I thank you, your majesty. There are three locales that I've seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers.
Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to call an infestation of Saurians there. Aber die werden scheitern und dann muss ich das trotzdem machen. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermin. Okay. Off we go then. Aber warte mal schnell. There is much we ought to attend to, if we are to strengthen your majesty's claim. Über die Königin-Legendin. Abgeschlossen, Besitz des Souveräns, ja, ja. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deezer's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I fear we have few other options. Yeah. I have attempted to do the same through my own channels before now. Though, I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, your majesty? Might I ask this task of you? Yeah, let's go. I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Ja, das ist klar. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie über ein Dach. There is much we ought to attend to. Ja, ja. Dann noch das über den Magistrat. All those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to your majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Deezer demanded Waldor amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Okay, dem müssen wir befreien. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Und er war ein mächtiger Verbündeter, der dafür sorgt, dass... Ja, okay, weil er die Gesetze achtet. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for your majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? Klar. I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. Pray, take this. This mission demands the utmost secrecy. Prithee, be cautious, your majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. Okay, wir töten einfach alle, die mich sehen. Lul. So, aber bevor wir jetzt all diese Sachen machen, trautes Heim. So, dafür müssen wir zu ihrer Behausung. Let's go. Aber wenn das ein Schnellreisepunkt in die Stadt ist, oder eine Gratis-Möglichkeit zu nächtigen, dann müssen wir das natürlich nehmen, würde ich meinen. Oder es ist halt ein Hinterhalt. Hi. You've come. Glad to see you, friend. Yeah, hi. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place. Ja, klar. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. Alles klar. Kriege ich irgendwie ein Papier, das mich bemächtigt, da drin zu leben, oder? We'll find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. Yeah. I suppose 'tis so. Schön, wir können jetzt hier ein bisschen chillen. Ah, hier können wir Sachen einlagern. Super. Also. Ich würde sagen, wir lagern mal ordentlich was ein hier. Was lagere ich denn hier ein? Warum habe ich so viel Kupfererz dabei? Kaninchenfell, Bestienhaut. Die Knochen. Blitzsachen lassen wir da. Die Sachen hier. Kobolthorn. Das wird ja alles nicht schlecht, I guess. Harpien. Unfreiwilliges Auge. Schreiben an den Hauptmann. Ohne das Schreiben könnte sich die Einreise in die Hauptstadt als schwierig, aber ich nicht verstehe. Das ist die Art und Weise, wie wir reingekommen sind. Den Kerkerschlüssel brauchen wir dann für die Mission. Suchermedaillon muss ich irgendwie abgeben. Die Ölpfanne muss ich vielleicht verkaufen, weil ich die kann ich gar nicht brauchen. Und ganz so viel Arznei brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir lagern tatsächlich mal 10 ein und 8 nehmen wir mit, ne?
Warum ist Lydia immer noch so schwer? Ach so, du trägst die Lagerausstattung für mich. Na, super lieb von dir. Gut. Gut. So. Jetzt bin ich nur noch mittelschwer. Kann ich hier knacken bis zum Morgen aus? A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Ja, das ist die Idee. Hallo. Okay, super. Hey, wir machen die Folge ein bisschen kürzer. Our adventure continues. Continues. Come, we've much to be getting on with. Ja, ja. I hope you slept well. Super. Gut, wir machen die Folge ein bisschen kürzer, weil wir in der nächsten Folge die ganzen Sachen in Angriff nehmen und ich jetzt nicht mittendrin noch anfangen will. Deswegen machen wir hier schon mal Ende dieser Folge. Wir haben jetzt einige Missionen, die wir jetzt in Angriff nehmen können. Fülle deine Verpflichtung gegenüber, indem du eine Woche lang ihr Haus regelmäßig besuchst. Ja, das machen wir. Oh, aber da muss ich gucken, dass ich das auch wirklich mache, ne? Dass wir auf das Haus eine Woche immer wieder aufpassen. Weil wenn ich das Mission aktiv habe... Okay. So, wir müssen uns mit dem Magistrat treffen, den Plan und die Monsterjagd. Ne? Bei der Monsterjagd haben wir wohl mehrere Punkte auf der Karte, wo das ist. Das ist irgendwo im Kerker. Dann haben wir sicher noch ein paar Nebenmissionen, die noch kommen. Ich muss noch den Gildendude finden, damit ich diesen Status mal... Also, ne, wir brauchen mehr Fähigkeiten. Ein paar Sachen dürfen wir freigeschaltet haben. Ich habe auch noch nicht so viel Ahnung. Das gehen wir alles in der nächsten Folge an. Wir sind in der Hauptstadt, immerhin. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, Like lassen, Kommentare lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann fängt das ganze Missionsgedöns an.